Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Subnautica-Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute am Donnerstag geht es weiter hier mit dem Carrie Harry und meiner Person. Genau, wir wollen... Ach genau, das wollte ich erstmal machen. In der letzten Folge ist uns aufgefallen, dass die ja dezent mit dem Programm-Update bzw. Spiel-Update, Versions-Update, egal, Hauptsache Update, den... Achso, Glas. Glasgang. Ich habe gedacht, wo ist jetzt der Rest? Aber es sah jetzt so aus, als ob da was gefehlt hat. Ich habe nur wieder falsch geschaut. Die haben ja unseren Baum des Lebens, der uns ständig hier mit Nahrung und Wasser versorgt, deutlich gekürzt. Und hier war ja unser Wasserraum. Und wir müssen jetzt öfters mal hier in ein Wässerchen trinken. Da wir nicht mehr ganz so schnell voll werden, wie ihr hier unten unschwer erkennen könnt. Deswegen pfeifen wir uns hier mal schnell in den Wasser rein. Auf jeden Fall. Und, Moment, wir haben ja jetzt genügend Energie. Das heißt, wir könnten ja rein theopraktisch mal schauen, ob wir noch so einen Wasserdings... Ja, können wir, genau. Kann ja gleich mit anfangen hier. Das soll nämlich hier komplett voll werden, unser Raum. Deswegen brauchen wir auch massenhaft Energie, weil die Dinger extrem viel Strom verbrauchen und uns... Warum mache ich das ständig auf hier? Na los, komm schon hier. Das wollte ich. Können wir noch einen? Ja, dann gleich hin damit. Oh, ich kann was scannen? Was kann ich denn scannen? Hallo? Komisch. War doch gerade das Scan-Symbol da. Na gut. Jetzt schon wieder. Wasserfiltrierungsmaschine? Bereit zum Scannen? Okay. Die haben wir doch schon entdeckt. Warum soll ich die jetzt nochmal entdecken? Ist ja lustig. Halt. Zack. So, ich hoffe, unser Dings geht nicht in die Knie. Obwohl unsere Energie jetzt schon, ihr seht, etwas abnimmt. Aber egal. So soll es sein. Ja, und drei können wir noch hinmachen. Machen wir mal. Wie weit, wer weiß, wie weit wir kommen. Ah, okay, da ist unser Titan aus. Soll erstmal genügen. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall noch zwei weitere. Okay. Juti. Da geht's zu unseren Lagerräumen. Die haben auch noch nicht weitergebaut. Ja, wir wurden ja einmal durch meine Arbeit, also Real-Life-Arbeit, aufgehalten. Ich konnte ja keine Folgen aufnehmen. Habt ihr ja schon mitbekommen. Jetzt geht es wieder regulär weiter. Und ich habe euch ja in der letzten Folge schon um Hilfe gebeten. Wie wollen wir hier verfahren? Es ist ein neues Spiel-Update raus. Jetzt geht es darum, beginnen wir eine neue Staffel, ja oder nein? Halt hier oben. Da haben wir noch ein bisschen was. Das bringe ich gleich mal hier rein. Dann mache ich nämlich unseren Wasserfiltrierungsdingsbums fertig. Haben wir wenigstens ein was geschafft. Genau, und wie wollen wir da verfahren? Also, ich will mich da gern nach euch richten. Ich würde natürlich auch, die neuen Sachen mal kennenlernen. Ich war in meinem privaten Spielstand, er erreicht noch, 56, also noch völlig ausreichend. Oh, jetzt geht aber unsere Energie extrem in die Knie. Wir brauchen unbedingt wieder einen neuen Kernreaktor oder anderweitig Strom. Und das nenne ich doch mal Wassergewinnung. Richtig geil. Moment.
kann ich das Ding hier nicht aus der Hand nehmen? Jetzt? Komisch. Sonst war doch immer F-Taste hier alles aus der Hand nehmen. Okay, da mache ich nochmal einen kurzen Screenshot. So, sehr schön. Jetzt müsste nur noch wieder unser HUD wieder eingeblendet werden. Da ist es auch schon, danke. Manchmal muss man das irgendwie öfters drücken oder ich bin einfach zu blöd, da die F-Taste zu drücken. Also den HUD hier ausblenden, so wie ich es gerade gemacht habe. Ich mache es nochmal. Das geht mit der F6-Taste und mit der gleichen Taste können wir das auch wieder einblenden. Für die, die es noch nicht wissen sollten. So, okay. Hier haben wir unsere Kampfmotte. Die parken wir mal um. Energie 44%. Okay, dann kommst du einfach mal hier rein. Naja, dankeschön. Denn die hatte ich herausgenommen, wo ich die große Aktion hatte mit dem... mit der Farmerei-Geschichte. Hä? Hat er jetzt hier mehr oder bin ich nur... Nee, auch nur 5. Okay, es ist jetzt total komisch mit dem Baum hier, dass der nicht mehr so viel bringt. Aber ich finde es auch gut. Das hatte ich ja schon mal bemängelt. Wir machen uns hiermit auch nochmal voll. Genau, denn wir spielen nach wie vor auf dem Hardcore-Modus. Und ich kann euch eins sagen. Egal, ob ihr nächste Woche eine neue Staffel anfangen oder nicht. Es wird definitiv wieder Hardcore sein. Also was anderes kommt für uns nicht in Frage. Und hier, keine neue Nachricht, okay. Ja. Juti, also, wir machen uns erstmal auf den Weg. Ich mache mal mein Inventar hier leer. Was habe ich hier noch alles drin? Den Terraformer. Den werde ich mal kurz hier raus tun. Hier ist, glaube ich, noch alles voll. Nee, ich tue den... Tue ich den hier hin? Brauche einfach mal ein bisschen Platz. Okay, dann hauen wir das noch raus. Glas. Ich hau jetzt einfach hier alles raus. So, Judy, das können wir noch mal kurz umtransen. Transferieren, Trans-Dingsbumsen. Einmal. Den Schrott, da haben wir das nämlich schon wieder in der passenden Form. So, Juti. Und wir machen uns jetzt auf den Weg... Ah, wie weit ist der denn? 83%. Ah. Wozu haben wir denn hier die Teile? Ich habe auch gar keinen Ersatz mehr hier drin. Fällt mir gerade auf. Dann machen wir das doch mal kurz. Nein. Eine neue. Genau. Und die leere kommt gleich hier rein. Kann aufladen. Unser Schiffchen ist auch schon fast leer. Also die Hälfte. Nehmen wir die mal mit. Aber ich kann mit F nicht mehr das Ding aus der Hand legen. Was soll denn das? Jetzt muss ich hier immer... Ist ja nervig. So, die ist leer. Kommst du rein? Ist auch leer. Kommst du rein? Und die ist auch leer, okay. Ja, ich hoffe, dass jetzt mit dem neuen Update, der nach wie vor hier mehr, weniger verbraucht beim Aufladen. Aber das werden wir dann sehen. Ich habe nämlich die Patch Notes ehrlich gesagt noch nicht gelesen. Okay. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Okay. Jetzt geht es aber erstmal los. Wir brauchen ganz viel Uran. Dazu nehmen wir unseren Harry. Was ist mit dir los? Achso, weil ich noch hier rumschwimme. Da ist er. Was haben wir denn jetzt hier noch alles drin? Das ist noch gut gefüllt. Da ist auch noch was drin. Ich glaube, das tue ich jetzt erstmal alles raus. So wieder Platz haben hier. So, Ersatzbatterie lassen wir natürlich drin. Wir haben auch eine Ersatzbatterie. Ah, dann war vielleicht die Ersatzbatterie. Ja. Komische Wörter, aber egal. So, toll. Toll.
toll. Okay. Ach ja. Wir brauchen unbedingt mehr Platz. Ich meine, wir haben eine fette Basis, wo unser Lager leer steht. Aber ich will jetzt erstmal alles hier reinmachen. Batterie, Batterie, Batterie. Okay, da können die eine mit hier vorne hin. Aber nur, weil hier noch ein leerer Slot ist. So, gut. Und jetzt geht's aber wirklich los mit unserer Geschichte. Wir brauchen Uran. Und das Gute daran ist, wir haben gleich das ganze Zeug vor unserem Haus. Das heißt, wir müssen mal hier kurz tauchen. Genau, da ist schon was. Das brauchen wir. Ich werde Folgendes machen. Ich werde jetzt hier erstmal mit dem Siegkleider rumheizen. Okay, das klingt ja radioaktiv. Jetzt hört ihr das? Wenn ich das abmache oder ernte oder sonst irgendwas. Das ist ja cool. Hört mal genau hin, wenn ich das jetzt hier abknaps. Ja, cool. Gefällt mir. Solche kleinen Details. Hier. Ganze Menge. Sehr schön. Wo haben wir das nächste hier? Ja, für unsere mega fetten Atomreaktoren braucht man natürlich übelst viel Uran. Und hier ist, glaube ich, auch noch immer Gold drin in diesen Basaltdingern. Hat der auch einen Sound? Quarz? Ah, der hat jetzt auch einen Sound. Sehr schön. Aber Quarz brauchen wir nicht. Das haben wir noch massenhaft. Unser ganzes Schiff ist noch voll. Was sagt das Inventar? Oh ja. Sind wir gut unterwegs? Hier. Die Luft müssen wir auch aufpassen. Nicht, dass ich es wieder vergeige. Okay. Ah, hier ist noch eine ganze Menge. Wunderbar. Halt. So, wir brauchen immer drei Stück für ein so ein Titan. Ach Quatsch, ich würde mich erstmal wieder auffüllen. Sicher, sicher. Ah, okay. Hier ist nichts. Nee. Harry, wo bist du? Harry, Harry? Ah, da. So, tauchen wir mal etwas tiefer. Waren ja noch ein ganz... Oh, was sind wir denn hier? Ah! Okay, ich verstehe. Das sind hier diese... Können wir das scannen? Natürlich nicht. Das sind hier die neuen Dinge, die wir mit dem Exosuit, den wir ja aktuell noch nicht haben, abbauen können mit dem Bohrarm. Das habe ich ja schon in der Experimental-Version, die spiele ich ja nicht, mit Absicht, gesehen. Okay. Halt, Licht. So, wo haben wir denn hier wieder? Da ist noch was. Oh, hier, ein ganzes Feld. Die Nacht bricht herein. Okay, da wird es vielleicht hell. Hoho. Dunkler als dunkel kann es ja nur nicht werden. Haben die auch was mit dem Schatten gemacht oder kommt mir das nur so vor? Wo sind wir hier? Scannen. Und ich kann es nicht wegmachen, ich muss wieder immer auf die Zahl drücken, wo das auch auf dem entsprechenden Slot liegt. Das nervt mich jetzt schon. Oder die haben irgendwie die Tastenbelegung geändert. Kann natürlich auch sein. Werde ich dann mal nachschauen. So ist meine Lampe, hier ist meine Lampe. Hier haben wir nichts. Okay, ansonsten lassen wir das jetzt erstmal. Wir brauchen ja auf jeden Fall... Ah, oh, hier ist ja auch wieder ganz schöne
vorkommen hier. Dann würde ich sagen, wir lassen das an der Stelle erstmal mit dem Uran. Das nehmen wir natürlich noch mit. Und machen uns auf den Weg, um natürlich auch noch das mitzunehmen. Okay. Und machen uns auf den Weg, um hier etwas Titan noch zu holen, denn das brauchen wir auch. Das fülle ich erstmal um. Sehr schön. Kann ich mir dann gut merken, oben ist dann unser Uran. Okay. Und jetzt geht's Richtung Titan. Titansuche, aber das werden wir, glaube ich, hier unten nicht finden. Da müssen wir etwas... Wo ist denn hier? Achso, okay. Texturfehler, hat er nicht geladen? Und er kuschelt immer noch hier mit unserer kleinen Stange. Ich hoffe, der macht das nicht kaputt. Oder klemmt er da drin fest? Ich hoffe nicht. Ansonsten müssen wir das nochmal wegbauen hier, aber das geht glaube ich nicht, weil die Leiter da drin ist. Da müssen wir die Leiter wieder wegmachen. Egal, wir kümmern uns jetzt erstmal unser und... Ja, ganz langsam. Wir kümmern uns erst einmal um unseren Arsch. Genau das wollte ich sagen. Genau so. So machen wir das auch. Wo ist Metall? Oh, was sind wir denn hier? Ach du Scheiße, was liegt hier denn? Okay. Kann das sein, dass sie hier noch ein paar Wrackteile hingebaut haben? Kam das so vor, als ob hier eigentlich nicht der Lifepod gewesen ist? Da liegt auch Wrack. Hallo? Ach, du bist es. Liegen auch Wrackteile rum? Immer so frei. Können wir das hier aufnehmen? Seemottenfragment, okay, braucht man natürlich nicht. Oh, PDA? Ach hey, wie schaut das denn aus? Okay, auch was Neues. Cool. Wusste ich gar nicht. Können wir nichts drin machen? Ich pack mal hier unseren guten Scanner aus. Nicht, dass es vielleicht doch irgendwas gibt. Können wir hier was reparieren? Schweißgerät. Ich glaube nicht, das ist nur dekorativ, oder? Ja. Hier. Nee. Na, okay. Das sah aber auf jeden Fall ganz cool aus. Ach. Verdammt, da habe ich wieder zu langsam mein Messer gezückt. Scheiß Piranhas. Okay, was wollte ich? Natürlich, Metall. Titan. Das wäre natürlich richtig geil, wenn wir mit dem Laserschneider hier noch ein paar Sachen abschneiden könnten. Ja, liegt nichts, okay. Das wäre natürlich richtig genial, denn wir haben ja hier übelst Metallschrott rumliegen. Und wenn dann natürlich so ein krasses Teil hier rumliegt, dann wäre das doch eigentlich ganz genial, wenn wir uns da... ein Stückchen abschneiden können. Okay, hier scheint nichts zu liegen. Und was ist das hier? Ach, das sind dann auch andere Dinge, die man mit dem Bohrarm vielleicht abbauen kann. Keine Ahnung. Nehme ich mal an. Und hier haben wir Titan. Und es gehört uns. Licht können wir ausmachen. Können wir wieder ein bisschen Strom sparen. Okay. Aber wir brauchen noch eine ganze, ganze Menge mehr Titan. Ich denke gerade, hatte ich hier nicht schon alles so abgegrast, was so schrottmäßig und quarzmäßig... Aber ich hatte ja die große Aktion und jetzt liegt hier schon wieder Zeugs rum. Vielleicht kann das auch... Was war das denn? Ah ja, hier. Vielleicht kann das auch mit dem Update zusammenhängen, dass die hier irgendwie was
resettet haben. Oh, es ruckelt ja ganz schön. Und hier wieder einige Sachen rumliegen. Eins passt noch rein oder zwei. Denn das hatte ich ja eigentlich hier alles weggesammelt mit der ersten großen Farmaktion, die wir hier hatten. Der Garyfish kauft auch hier wiederum. Inventar voll. Na toll, jetzt wo ich den wegschnappen wollte. Wo ist der Harry? Hier ist der Harry. Schnell rein. Okay. Ich glaube, hier hat noch eins reingepasst, oder? Genau. So, dann haben wir noch ein bisschen Platz hier. Welcome aboard, Captain. Und ja, da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Da holen wir noch die letzten Stückchen Titan und bauen unsere Kernreaktoren weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Denkt bitte daran, unter die Kommentare zu schreiben. Bis zum Sonntag habt ihr noch Zeit. Wie gehen wir weiter oder wie machen wir weiter? Neue Staffel mit dem neuen Update und so weiter und so fort. Oder sollen wir hier weiterbauen? Oh, jetzt wird es aber ganz schön dunkel hier. Egal. Und es wird wieder hell. Egal. Ich warte auf eure Kommentare und dann sehen wir weiter, wie es nächste Woche geht. Also, ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Ciao und Baba.